Wie viel ergibt das Produkt aller natürlichen Teiler von 144? Zuerst bestimmen wir all die Teiler von 144. Man findet sie am einfachsten, indem man denkt, 144, das ist 1 mal 144, aber auch 2 mal 72, auch 3 mal 48, auch 4 mal 36, sowie 6 mal 24, auch 8 mal 18, 9 mal 16 und letztendlich 12 mal 12. Das Produkt aller natürlichen Teiler von 144 ist also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt 144 hoch 7 mal diese 12. Also so. Und 144, das ist das Quadrat von 12. Es ist ja 12 mal 12. Also steht hier 12 hoch 2 hoch 7. So. Und 12 hoch 2 hoch 7, das macht 12 hoch 14. 12 hoch 14 mal 12 hoch 1, das macht 12 hoch 15. Also ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.